So, einen Moment, gleich geht's weiter. Ach, was ein belastendes Areal. Es ist wirklich die Pest. Ganz ehrlich. Müssen mal sehen, wo wir jetzt schon überall waren, was wir uns angucken. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht direkt wieder zum Boss gehen, was halt heißt, dass wir aber auch die Seelen erst dann nicht wieder zurückkriegen. Oder werde ich doch erst dann zum Boss gehen? Machen wir den Boss jetzt erst? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ah. Ja, und was mich echt immer noch schmerzt, ist dieses Ding hier. Ziehen die einen runter? Sind die irgendwie schlimm? Ich überlege echt, ob ich das nachschlage, ob das irgendeinen krassen negativen Effekt hat. Okay, also es ist anscheinend einfach nicht so wichtig und man kann. Und jedes Mal, wenn wir sterben, bekommt der Hollowing-Counter oben links die Anzahl von diesen Dark Sigils, die wir aktuell haben, obendrauf. Und an sich ist es aber anscheinend nicht so schlimm. Also es zieht uns nicht irgendwie Max-HP oder irgendwas ab. Was ich schon so befürchtet hatte. Wir springen jetzt mal, wir hüpfen jetzt mal hier runter und gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Und hier liegt noch was. Da irgendwas unten, wo wir vielleicht direkt drauf jumpen können oder so. Wartet, hat er überlebt? Blöder Köter. All diese komischen Krebse. Dieser Wald hier macht einen fertig. Ach Gott, da ist so ein krasser Dude. Yes! Die können übelst krass und übelst schnell sein. Aber wir machen auch übelst viel Schaden. Von daher, mit bisschen Glück kriegen wir sie einfach schnell genug tot. Yay! Übelst, übelst. So, bevor wir uns diesen Eingang mal angucken. Ach Gott, da hinten ist diese Riesenkrabbe. Ach so, dann kamen wir. Dann kamen wir gar nicht auf der anderen Seite raus, sondern einfach wieder auf dieser Seite. Aber lag hier nicht noch irgendwo ein Item? Das will ich haben.
Weil ich hab... Na, da kommt die Riesenkrabbe. Wir ignorieren die mal. Ich will meine Seelen noch wieder haben. Die tötet uns einfach nur. Das ist bestimmt voll krass. Ach, da ist noch so ein Viech. Oh Gott. Ach man, wo geht's denn hier noch überall hin? Ach Gott, diese Black Knights. Da sind sie wieder. Sellsword Set. Ach so, ach, das war das, wo, mit dem wir angefangen haben. Okay. Ja, da ist zwar der Ritter, aber ich habe jetzt keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Wir gehen jetzt außen rum. Na, und hier ist die Krabbe. Kämpfen wir gegen den Ritter oder gegen die Krabbe? Dann lieber der Ritter, oder? Mein Gott. No! Ja, ganz recht, Subaru Kayak. Ich dachte, ich hatte ihn. Ich sah so einfach aus, aber zwei Schläge hat er mir dann doch gegeben. Jetzt sind wir bei Holo 20. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt die Riesenkrabbe. Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Oder einfach nochmal gegen den Ritter. Können wir auch machen. Yay! Get item! Ey, die machen so krass Damage! Yes!
GG! Das hat Twin Blades, mit denen haben wir angefangen. Ist das eine Falle? It's a trap! Farron Cole? Enable Heavy, Sharp and Poison Infusion. Ich denke mal, das wird unseren Freund... Oh Gott, wie heißt er? Unseren Schmied halt freuen. Ich hab seinen Namen gerade, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Verdammt! Long ago used to forge the Great Sword of the Undead Legion of Farron. Great Swords. Alles klar. Dann versuchen wir jetzt die Krabbe, glaube ich, würde ich mal sagen. Gerade nicht in dem Ost zu weichen. Nicht schlecht. So, ich würde sagen, neuer Versuch. Okay, die droppen auf jeden Fall relativ viele Titanite Shards. Okay, ins Siebenwasser sollte ich auf jeden Fall nicht gehen. Da habe ich keine Chance.
Erst ausweichen, dann Heiltrank. Die Reihenfolge versuchen wir das nächste Mal. Aber war schon gar nicht so schlecht. Kein Stamina zum Rollen. Wann benutzt er denn die Schere? Ach Mann, ich denke immer, er hat mich angespuckt und dann auf einmal hat er mich in seiner... Ja. Ist weg. Aber ich habe Angst, dass sie einfach jeden Moment auftaucht. Besonders während ich hier diese kleinen Krabben kaputt mache. Da hinten ist sie. Ne, da sind noch zwei große. Ach du Scheiße, ich dachte, das wäre so eine. Eine riesig fette, aber nein, das sind mehr. Kommt eine? Ich kam nicht weg, tiefes Wasser. Ja, komm, die Krabben sind aussichtslos. Ich lasse sie. Also ich lasse sie mich töten, wollte ich damit sagen. Die Seelen müssen wir uns aber noch wiederholen.
Ich bin so froh, eine Waffe zu haben mit der Reichweite. Nein! Oh Gott, war das knapp. Viel zu knapp. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Okay, also der Weg, den ich vorhin gegangen bin, quasi hier rum, ist genau der Weg, den man gehen muss, um an diesen ganzen Krabben vorbeizukommen. Oder anders gesagt, es gibt keinen anderen Weg, der zu schaffen ist. Zumindest, wenn man so spielt wie ich. Au! Ach, die haben diese langen Dinger, um gegen die Krabben zu kämpfen. Ah. Verstehe ich das da zumindest gerade? Knot mich hier an. Da liegt noch ein Item, das hätte ich gerne. Ach du Scheiße, was ist denn das hier schon wieder für ein Gebiet?
Rülps. So, hier unten war ich noch nicht. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Es ist alles so gemein. Mann, na komm, nur hau doch mal zu. Ich weiß jetzt nicht, ob man von oben irgendwie beschossen wird, wenn man hier durchläuft. Und der andere Weg irgendwie besser wäre. Soll das gehen? So lange haben wir über jede Menge Ember. Estus Shard, oh wie geil. Das hat sich dann in jedem Fall gelohnt, sich das hier nochmal anzugucken. Was? Der hat es überlebt? Ach Gott, nehme ich gleich einfach einen Homeward Bone. Wir werden den Boss doch mit einem Estus Flask im Leben nicht schaffen. Welcome, hat speak. Very well. Then tut take no. Ein Level bekommen wir. Farewell, Ashen One. Und dann bekommen wir doch von dem jetzt bestimmt auch noch ein Level. Shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Ah, you have attained ample strength. All will soon be clear, my good lord. Okay, also weiter geht's jetzt nicht mehr.
As I have said, alas, but I'm weep, but though be safe. So, und dann können wir ihm nochmal unseren den Essensschart geben. Ah, well met. 'Tis good to see ye in good health. What needs smithing this day? Oh my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Ja. Man könnte jetzt halt auch ja, einen anderen Gem reinpacken. Ich glaube, ich bin aber eigentlich ganz zufrieden. Be careful. I don't want. Ich würde sagen, wir sitzen da, aber es ist nur eine Puppe. Weil die Puppe bewegt sich. Ein kleines bisschen, oder? Unkindled, and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Cap 2. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Okay, also wir hätten, was haben wir denn? Hollow Slayer Greatsword. Greatsword used for a lifetime by a Masked Knight harbors the fears that lurk within the minds of Hollows and is particularly effective against them. Bestowed to a proper Mirror Knight long ago, two-hand to execute special sword techniques. Greatswords sind mir nicht immer zu krass. Great Hammer, wielded by Vought, the Outrider Knight of the Boreal Valley. Weapon is imbued with frost and causes frostbite. Frost accumulates in the body, causing frostbite which saps one's health, lowers absorption and slows stamina recovery.
Astor's spear, one of the curses that festered within the belly of the Great Wood, and a terrible weapon favored by Earl Astor the Impaler. The sword is enrust with in rotten, heavily poisoned meat. Defeating foes restores HP. Bewitched ring that Pontiff Sullivan bestowed upon his knights recovers HP with successive attacks. Knights who peer into the black orb are lured into battles of death, transformed into frenzied beasts. No wonder the Pontiff only provides these rings to those dispatched to foreign lands. Okay, also wir können jede Seele nur einmal ausgeben, also entweder eine von den beiden Waffen, also Speer gegen Greatsword, oder nehmen wir Great Hammer und Left Eye. Ich glaube, in jedem Fall nehmen wir Left Eye. Und ich glaube, ich nehme auch eher den Speer. Great Swords sind mir eigentlich immer zu krass. Auch wenn ich glaube, auch den Speer nicht benutzen werde, aber mal gucken. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Knowest thou of a reenactment? So ist er Typ dann der Charakter, den man in Dark Souls 1 spielt? Ja, ist überall schlechter, hat aber dafür Giftattacke. Kostet es, das Ding abzugraden? Ah, just good, wasn't he? Titanite Scale. Infusen können wir die nicht. Danach werden wir dann quasi bei 202. Die beiden Werte addierer. Bei dem anderen Speer sind wir jetzt schon bei 239. Hat aber nicht den Vorteil, dass wir die Gegner, dass wir Giftschaden machen, und hat nicht den Vorteil, dass wir HP regenerieren, wenn wir damit zuhauen. Die Frage ist nur, wie gut ist Giftschaden? Also weiß ich nicht, wenn wir da gerade gegen welche Pilze und gegen welche anderen verrotteten Viecher kämpfen. Andererseits brauchen wir... Andererseits brauchen wir den Titanite Scale auch für nichts anderes. Kann natürlich nur sein, dass wenn wir später noch andere irgendwelche krassen Bosswaffen bekommen, wir uns dann ärgern, dass wir die schon rausgeworfen haben.
Weil der Unterschied von dem Schaden sind ungefähr 30. Das macht quasi der Giftschaden wieder wett. Ich glaube, wir probieren den Speer mal. Pretty, be careful. I don't want to see. Von hier unten kann man anscheinend nicht mit ihm reden. Da ist er die ganze Zeit da, habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber ich glaube, der Speer ist nicht ganz so lang, hat ein bisschen weniger Reichweite. Ne? Das könnte natürlich ein Problem sein. Vielleicht auch nur so vor. Mal gucken.